Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin das Sirius und ich nehme euch wieder mit auf eine Reise durch Scum. Und wir schauen noch mal, was heute so alles ansteht. Leider war ich jetzt wieder eine längere Zeit nicht online. Natürlich Auto, alles weg. Ja, da würde ich doch einmal einfach sagen, Pech gehabt, neues Auto suchen. Gehen wir mal in die richtige Richtung, ne? Heute mal mit Pfeil und Bogen ein bisschen unterwegs. Auch immer interessant. Man braucht ja nicht immer nur irgendwelche schießwütigen Verrückten um sich rum. Sandmann ist so schon wieder auf den Sack gegangen. Haut er mir einfach ein paar auf die Lichter. Ja, da hat er mal das Schwert zu spüren bekommen. Aber so ist es halt, ne? Sandmann ist ja schon bekannt dafür. Dass er immer mal auch wieder nerven kann. Aber was will man machen? Gibt ihm die Biene halt wieder mal eine Genickschelle. Oder er muss wieder mit seiner alten Grafikkarte spielen. Das ist auch mal eine gute Strafe. Was ist das für ein Viech? Oh, ein Pferd. Und ein Pferd ist nicht so wild. Bin immer gespannt, was wir finden. Also mindestens ein Quad sollte es schon sein. Also bei so viel Verrückten auf dem Server, da gehe ich lieber in den Busch und versteck mich. Seht ihr, was ich meine? Weiß nie, wer da vorbeifährt. Am Schluss ist es ein Verrückter. Weil wenn der mit dem Auto da 5, 6, 7 Zombies aufscheucht, bin ich am Arsch. Besten schnell in das Gelände, wo er mit dem Auto nicht so gut hinkommt, ne? Wo er dann entweder weit umfahren muss oder. Aber es freut mich zumindest, dass wir da einige Spieler den Weg zurückgefunden haben und auch einige neue Spieler wiedergekommen sind. Ja. Scum war ja die letzten, ja, sagen wir, 4 Wochen mehr oder weniger auch ein bisschen eingeschlafen. Ja, aus dem Dornröschenschlaf ist jetzt ein bisschen erwacht worden.
Auch dank unserer Milizbank-App, die wir ja hier dann auch haben für unsere Spieler, wo es beim Cash Day immer schön die Möglichkeit gibt, Scam-Dollars einzuzahlen. Jetzt gehen natürlich die ganzen Spieler hin und verkaufen ihre Sachen beim Händler, damit sie dann die Scam-Dollars einzahlen. Dann haben sie es nach dem Vibe, all die Scam-Dollars immer noch. Ne? Und wenn sie mal irgendwann mal einen Notfall haben, wo sie wirklich mal was brauchen, dann können sie es halt beim Händler kaufen. Ne? Und tun sie es beim Cash Day wieder auszahlen lassen, dann haben sie wieder Scam-Dollars. Also hier muss man echt tierisch aufpassen. Seht ihr, da ist ein Zombie jetzt auf die Straße gerannt. Wenn da jetzt ein Spieler kommt, der hat verloren. Der hat verloren. Dann kommen noch ein, zwei aus dem Wald und dann war's das, ne? Weil die Zombies haben schon ein bisschen Power, also das unterschätzt man als Spieler oft. Vor allem, wenn da mal zwei, drei da sind, ja, dann kann es auch schon mal eng werden. Deswegen, also selbst wenn der Spieler euch im Auto nichts machen will, ne, aber mit seinem Krach lockt er die Zombies an, so schnell schaut ihr gar nicht. Das ist natürlich dann etwas ungeschickt unter Umständen. Wo auch höllisch aufpassen müsst, ist natürlich, wenn er jetzt hier so die Berge hochgeht und der Zombie unter euch ist, dann könnt ihr nur ganz schwer treffen. Dann müsst ihr gucken, dass er auf gleiche Höhe, dass der dann seitlich so kommt, dass ihr ihn besser treffen könnt. Sonst habt ihr da echte Probleme. Wie gesagt, es ist dann kein Spaß mehr. Das ist halt immer so eine Sache. Als Fußgänger ist man da ein bisschen schlimmer dran, wie jetzt als Autofahrer. Im Auto ist man ja relativ gut geschützt. Ja. Das heißt, wenn da mal 7, 8 Zombies kommen, fährst du einfach weg. Gut ist, ne? Aber wenn du halt zu Fuß unterwegs bist, dann sieht die Sache schon anders aus. Sag, da bin ich jetzt einmal gespannt, ob man da irgendwas findet. Und wenn er halt hier im Schneegebiet seid, guckt
immer, dass er ein bisschen so im Schatten liegt, weil der tarnt euch auch ein bisschen, zumindest mal auf der näheren Umgebung. Ja, was ist? Legst du dich jetzt hin oder was? Ah, dieser Char immer, der macht mich noch echt irre. Also da hinten seht ihr ja die südliche Insel, ja, die ja hinter der eigentlichen südlichen Insel ist, also hinter der unteren Insel hier auf der Karte. Ja, und da habe ich ja auch schon vor kurzem mal ein Video gemacht, wie es da drüben aussieht. Habe ich auch schon von dem Video positive Rückmeldung bekommen. War mal was anderes. Ja. Aber es ist durchaus schick, auch mal so durchs Gamm zu wandern. Ich sag, bei solchen Spalten ist man auch gut geschützt. Ja, zumindest mal vom Sichtschutz her. Wenn von oben ein Zombie kommt, springt er meistens eh drüber weg. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, ja, wird schon. Ja, wird schon ein bisschen fröstelig. Seht ihr ja am Rand vom Bildschirm, ne, mit den Frostdinger. Also. Das sollte das schon zumindest einmal so ein Beanie auf dem Kopf haben, der wärmt schon enorm. Ja, ich sag, heute bin ich mal mit meinem Spielercharger wieder unterwegs. Aber das ist halt Scrum, ne? Also man hat eine riesen Karte. Echt Open World. Ja? Also man kann wirklich tun und lassen, was man will, im Endeffekt. Und so ist es natürlich dann schon geschickt. Ne? Nur die meisten Spieler können halt mit der Open World nicht wirklich was anfangen. Ja? Viele schreien immer, Open World ist cool, Open World ist das. Aber letztendlich muss man da natürlich sich auch in dieser Open World irgendwie beschäftigen. Ne? So wie ich jetzt, muss wieder jetzt mir ein Auto organisieren. So. Nach dem Vibe kann man ja Fahrzeuge nur noch kaufen. Da gibt es dann auch Fahrzeuge, die dann etwas verbilligt sind. Aber wie gesagt, das ist halt alles, dann hat Vor- und Nachteile. Ne? Das heißt, nach dem 08er Vibe, findet man dann bei uns auf dem Milizserver keine Fahrzeuge mehr. Dass eben das ganze Geschnatter von den neuen, Spielern dann aufhört. Ne? Weil die, wo halt zuerst da sind, die malen zuerst, die finden dann halt die Fahrzeuge. Ne? Manche übertreiben es dann auch.
Und ja, und wenn dann nach 2 Wochen wieder ein Spieler kommt, da findet dann letztendlich nichts, ne? Und so wird das über den Handel abgewälzt. Fertig. Dann hat man diese Problematik schon weg. Ja. Deswegen, schlaue Spieler kommen zu uns jetzt noch vorm Vibe, schauen, dass sie looten gehen, dass er beim Ingame-Händler, davon gibt es ja 4 Stück hier, ne, die kleinen grünen Kreise hier, wo man hier so sieht. Da kann man seinen Loot dann verkaufen, wo man nicht braucht. Und die Scam-Dollars kann man am Cash-Day dann ja, einlösen. So, oder einzahlen vielmehr. Ja. Das macht dann bei uns der Randall. Ein Dankeschön schon mal an dieser Stelle von meiner Seite dafür. Der hat den ganzen Handel soweit unter sich und macht dann auch immer wieder mal so ein paar ja, Events, ja, wo man sagt, okay, da ist jetzt momentan ist ein ja, Schraubendreher. Und so ein Schneider, so ein Elektroschneider da, wo dann halt besonders viel Scam-Dollars gibt, die man aber halt auch noch nicht so oft findet. Man muss dann schon wissen, wo man hin muss. Ne? Nächste Woche gibt es dann wieder was anderes. Also heute haben wir ja den 15. Ja, mein, wenn ihr das Video seht, wird dann schon nächste Woche sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und wie gesagt, die kommen halt, die Spieler dann, machen jetzt noch Scam-Dollars. Ja, und haben dann halt ein Polster, falls was nach dem Vibe ist, falls was schief läuft. Man hat ja auch einmal Pech, man verliert auch mal alles. Ne? Also, so ist es ja nicht. Ne? Passt einmal nicht auf, dann machst du zack, bumm. Und das Ganze war's dann. Ja, dann ist das Auto weg mit allem Inhalt. Ne? Kann passieren. Ja, der Moja ist es auch passiert. Ja. Alles weg. Bam. Hat sie sich ein neues Auto suchen müssen. Ja. Aber die Moja hat jetzt auch stramm alles soweit gefarmt und gemacht. Ja. Und die hat halt einmal jetzt 350.000 Scam-Dollars gemacht, ne? Und jetzt beim nächsten Cash Day am 17. wird sie auch wieder einzahlen. Wie doof. Bin mir ziemlich sicher. Wird sie bestimmt nochmal so 100.000 mindestens haben. Und das sind natürlich dann schon Vorteile, wo man hat. Ne? Man, die ersten 2 Wochen kommen da nicht an die Milizbank ran. Ja? Da sollen die Spieler ja auch wieder wirklich Scam spielen. Ja? So wie es eigentlich auch immer gedacht war. Aber wenn sie nach 2 Wochen halt es noch nicht geschafft haben, irgendwas zu kriegen, ja, dann ja, können sie sich das, was sie halt dann brauchen, dann kaufen. Ja. Cash Day Rhythmus wird immer im Discord dann unter der Kategorie Handel angegeben. Somit kann man immer jederzeit in unserem Discord natürlich schauen, wann ist der nächste Cash Day. Ne? Man hat es ja nicht immer gleich so im Blick. Ja, komm, Moppelchen. Ja, wo ist immer denn Moppelchen? Auf Moppelchen. Ja. Das heißt, wenn man die ja mal lootet, manche haben ja auch da schon ein paar Scam-Dollars dabei, das läppert sich auch zusammen. Also wenn ihr da mal 8 Stunden gespielt habt, könnt ihr allein mit den Zombie-Looten 500 bis 1000 Scam-Dollars schon mal machen. Ne? Also es lohnt sich schon noch zu spielen. Ja, das verstehe ich immer nicht, wenn dann die Leute sagen, ja, lohnt sich ja nicht mehr, kommt ja eh bald ein Vibe. Dann lassen sie einfach alles verrotten. Da haben sie Warenwert von 1 Million Scam-Dollars in ihren Basen, die einfach dann verschwinden mit der Zeit. Weil nach 4 Wochen ist die Base bei uns weg auf dem Server. Ne? Das könnt ihr schon euch ja mal hinter die Ohren schreiben. Ne? Wenn ihr 4 Wochen nicht auf dem Server wart, räumt sich der Server ja selbstständig wieder auf. Ne? Damit er ja auch weiterhin relativ gut läuft.
Ja, anders funktioniert es halt nicht. Da muss man halt immer ein bisschen so dann gucken, ja, was kann man halt so machen. Aber es ist ja immer so in Wellen, ja. Also wenn sich ein Update und ein Vibe anbahnt, ja, da hören die Spieler dann teilweise 2, 3 Monate vorher schon auf oder 4 Monate. Ne? Also es gibt einige, ja, wo dann einfach was anderes spielen, sondern lohnt sich nicht mehr. Ich spiele dann halt Scum erst wieder, wenn das 08er da ist. Ja, ob das dann 3 oder 4 oder 5 Monate dauert, ist dann erst einmal egal. Und das ist halt schade, finde ich. Weil man kann noch so vieles machen. Wie gesagt, jetzt geht es ja dann schon in den Endspurt rein. Ich denke, das 08er Update wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auch die Entwickler arbeiten da ja mit Hochdruck schon dran. So. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir ja die Milizbank haben, dass die Bank ist unabhängig vom Spiel. Ja. Über ein Cash-Deck könnt ihr eure Scam-Dollars einzahlen. Somit bleibt ja auch zumindest ein Teil des Spielerfolges ja über ein Vibe bestehen. Also daher kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es dann heißt, ja, es lohnt sich nicht mehr. Also keine Ahnung, ja, was da in den Köpfen der Spieler so vor sich geht. Ja. Müsst halt dann nur ein Konto bei der Milizbank eröffnen. Oder gebt in eurem Browser einfach dann miliz.stargazer.at ein. Dann kommt ihr schon auf die Seite. Ja. Und dann tut ihr euch einfach registrieren. Könnt euch auch mit Discord registrieren per SSO. Also Single Sign-On. Ja. Und dann hat sich das ziemlich. Also. Pff. Ja, und dann seid ihr ja schon mit dabei, ne? Wenn jetzt der eine oder andere dann sich überlegt und sagt, boah, ja, bei dem Lied, das hört sich ja gut an, wenn man da ein bisschen vom Spielerfolg mit über den Vibe nehmen kann, dann kommt einfach auf unseren Server, ne? Einfach auf den High-Performance-Server, das ist unser Hauptserver. Und da könnt ihr dann natürlich dementsprechend dann einfach mitspielen. Ne? Kein Passwort, kein Whitelist. Einfach einloggen und fertig. Ne? Da reicht es schon, wenn ihr auf mehr Spieler im Server Manager von Scrum geht und dann oben im Suchfeld Miliz eingebt, aktualisieren. Dann kommen schon unsere zwei Miliz-Server. Einmal den Hardcore-Event-Server. Da machen wir dann immer dann auch mal Events oder probieren Sachen aus. Oder richten schon einmal Dinge ein, wo die Spieler dann auch einmal schon sich ja, ein Bild machen können. Ja. Momentan haben wir auf dem Hardcore-Server schon einmal die Karte so aufgeteilt, wie sie nach dem Vibe auf dem Hauptserver sein wird. Da kann man sich das dann schon mal angucken und mal sehen, ja, wie ist es dann? Ne? Wo gehe ich vielleicht dann hin und kann mir eine Base bauen? Ne? Ist ja alles nicht so unwichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Und das kann man da dann schon einmal so alles ein bisschen auskundschaften. Ja. Und von der Seite wird es definitiv nicht langweilig. Dann auf dem High-Performance-Server sind wir dann letztendlich auf dem Produktiv-Server. Da wird dann hauptsächlich gespielt. Weil man kann halt nicht alles auf dem Produktivserver machen als Admin, das funktioniert eben nicht. Da braucht man noch so eine kleine Spielwiese.
So, jetzt kullerscht. Ach, schaut euch mal diese Aussicht an. Ne? Das sieht doch schon mal nach was aus. Aber wie gesagt, und da hinten ist die ganz große Insel, die ist boah, 2 bis 3 Mal so breit wie unser Bereich von der Karte. Ne? Also, es geht ja von da hinten bis ganz da nach hinten. Also sind mal 15 Sektoren blind. Mindestens 10. Also das ist schon nicht ohne, was da so. Abgeht. Ein Brunnen, sehr schön. War ja wieder klar. Also wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, kein Problem. Einfach das Spiel Scum starten, Mehrspieler-Modus rein. Dann seid ihr auf dem Server Manager oben rechts, dann einfach in Suchen Miliz eingeben, aktualisieren und schon werden unsere Server euch angezeigt. Bisschen schleichen. Wie gesagt, also solange ihr euch an die Regeln haltet und vernünftig miteinander umgeht, seid ihr ja gerne gesehen. Wenn halt der ein oder andere meint, andere trollen zu müssen, da gibt es da auch wieder Möglichkeiten. Das Admin-Team umfasst insgesamt 5 Admins. Folgedessen, ja. Also ihr seid ja zumindest gut betreut bei uns. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr zurzeit Scum spielt oder ob ihr sagt, nee, ihr wartet aufs 08er Update, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht dann auch mit dem Grund, wäre ja mal interessant zu wissen, weil wie gesagt, ich verstehe das einfach nicht, dass die Leute dann einfach sagen, ja, 1, 2, 3 Monate vorher, bam. Jetzt spiele ich keinen Scum mehr, obwohl sie ja gern Scum spielen. Ja, also das ist es ja. Nur weil sie sagen, ja, warten wir auf 08 Update. Ne? Ich meine, ich kann es noch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, wenn einer, was weiß ich, 3, 4, 5.000 Stunden schon hat und dann einfach sagt, er braucht einen neuen Inhalt. Aber ja, im Endeffekt. Die, wo sich als Gam erst gekauft haben, die sind da ja noch lange nicht so weit, um zu sagen, ja, ich habe alles gesehen, ich weiß alles, kenne alles, kann alles oder wie auch immer. Also da ist man ja dann definitiv noch ein ganzes Stückchen weit weg, ne? Vor all dem.
Können wir mal schauen, ob wir hier. Och Mensch, Dickerchen. Aber es würde mich schon mal interessieren, also wie gesagt. Ich versuche auch immer wieder die Kommentare auch mal zu beantworten. Ja, also schaffe ich natürlich nicht immer gleich instant in kürzester Zeit, aber die Antworten kommen schon. Geht gut hoch die Ausdauer. Also hinlegen hilft schon. Parkschild. Okay. Ist ja gar nichts. Oh, da hinten qualmt was. Wo was qualmen könnte? Ja! Ich sag doch, hier oben, da kommt so gut wie niemand her. Können wir das hinten reinlegen? Können wir Treibstoff einfüllen? Ganz ohne geht es ja nicht. Auch rein. Treibstoff einfüllen. Also die kleinen Treibstoffkanister sind echt schnückelig. Ja. Also wenn ich jetzt das mir mal anschaue, Namen angeben, Serials 78, Flop. Ja, wenn ich da jetzt mal drauf gehe und mal Inventar öffnen mache, da reinschaue, also da haben wir 1, 2, 3, 4 nach oben, ja, und 3 rum, also 12 Platzhalter, sage ich jetzt mal. Also Slots. Ne? Das ist immer ein Slot. Also 4 von den kleinen Pünktchen da. So sieht man es etwas. Ja? Das ist immer ein Slot. Und davon braucht ein Kanister 12. Also mit 24 Slots hat man dann letztendlich 40 Einheiten Sprit. Geht. Batterie laden. Wenn man zu zweit ist, kann natürlich einer anschieben. Was so natürlich aber dann nicht wirklich geht. 0 kann man raushauen. Braucht kein Mensch. Das können wir schon mal reparieren. Kann auch reparieren. Oh, die Schuhe 82 können wir auch reparieren. Ja. Schauen wir doch einmal, was wir hier, wenn wir schon hier sind, hier so alles noch kriegen können. Oh.
Zivilklamotten. Kann man schon mal haben. So, dann wird es jetzt auch ein bisschen wärmer. Also hier hat ein Hutmacher gehaust. Definitiv. Feuer ist natürlich nicht schlecht. Kann man auch mal mitnehmen. Mitnehmen. So, jetzt müsste es warm genug sein. Gesichtskondom und Pulli unten drunter, also muss lang. Boah, das ist gut. Das lässt sich auch gut nehmen. Mittlerweile. Können wir mitnehmen. Kann man damit reinhängen, ne? Drehen wir, ja. Oh, sehr schön. Boah. Das ist doch ein geiles Ding. Schade, dass man damit noch nichts anfangen kann. Aber das könnten auch einmal die Entwickler mit reinnehmen, dass man mit den ganzen Stromaggregaten da ein bisschen was anstellen kann. Das wäre schon eine geile Nummer. Vielleicht hat jemand Scam-Dollars dabei. Nö. Oh, ein armes Schweinchen. So. Mitnehmen. Aha, wieder Rasierklinge. Da hat die Moja mich gestern gefragt, für was braucht man die? Sage ich vielleicht zum Zerschneiden von Stoff. Ja, hat gemeint, ja, aber ich habe doch immer ein Messer dabei. Dann sage ich, ja, wenn du als Bambi irgendwo bist, dann hast du erst einmal gar nichts. Und wenn du sowas findest, brauchst du nur ein Slot. Und für ein Messer brauchst du zwei Slots. Da hat sie dann ein bisschen blöd geschaut.
Also jedes Teil hat irgendwie seinen Sinn und seinen Zweck. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Für MP5 Schiene. Taschenlampe. Oh ja, gut. Nein! Man wirft keine Katanas um sich. So, alles trinken. So. Das sieht doch schon mal noch was aus hier. Immer Türen zumachen, weil wenn die Zombies spawnen, die spawnen immer alle gleichzeitig, dann hast du ein Problem, weil dann laufen die alle zu dir. Also gerade in Häusern und so ist es ganz gefährlich. Oder wenn ein Dörfer seid und hast da alles offen, dann können mal ganz schnell 20, 30 Zombies hinter euch her sein. Also immer schön Tür zumachen. Nur mal so am Rande angemerkt. Ja, und dann würde ich doch einmal sagen, machen wir doch an dieser Stelle mal einen Break. Ist ja auch schon wieder etwas länger geworden, die Folge. Ihr habt so ein paar Infos, von mir natürlich bekommen. Und in diesem Sinne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine, Folgen mehr verpasst. Nicht, dass ihr dann am Schluss dann sagt, boah, die habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja. Also Abo, Like und Glocke nicht vergessen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Serials in Scum.